sports. It's in the game. Wie schön, wir dürfen dieses Spiel für Sie kommentieren. Unsere Namen sind Frank Buschmann und Manny Breukmann. Ja, das sind die ersten Worte, mit denen man in diesem Spiel begrüßt wird. Ich bin Philipp Nikodem und wir werden nun gemeinsam FIFA 15 anspielen. Quasi nur Start habe ich gedrückt und schon werden wir in ein Spiel geworfen, Liverpool gegen Manchester City, wo wir Liverpool spielen werden. Und dann auch noch ein Barclays Premier League Cup. Wem das nicht schon genug Stress ist, da wird während des Spiels noch ein Schwierigkeitsanalyseprogramm durchgejagt, der uns nachher dann aufweist, mit welchem Schwierigkeitsgrad wir ungefähr spielen sollten. Da wir uns nun schon auf dem Schlachtfeld befinden, wenden wir uns erstmal dem Gameplay zu. Als FIFA-Laie finde ich mich mit der Steuerung doch relativ schnell zurecht und bin so schon in der Lage, genaue Pässe und genaue Schüsse abzufeuern. Die Ballkontrolle fällt relativ leicht aus, allerdings ist es auch möglich, den Ball auch sehr schnell zu verlieren, wenn man im falschen Moment auf einmal in die andere Richtung rennen will und dann rollt der Ball einfach mal geradeaus weiter, ohne das überhaupt geplant zu haben. Auch schön, es ist nicht mehr so leicht, Tore zu schießen. Selbst wenn man die Torschutztaste nur einen kurzen Moment drückt oder einen leicht kurzen Moment, ist es trotzdem möglich zu verfehlen, indem man mit dem linken Stick zu weit nach links oder nach rechts zielt. Dies macht auch das Spiel nochmal authentischer und nun die allgemeine Fußballatmosphäre. Und wenn wir schon bei der Atmosphäre sind, muss eins zu FIFA 15 gesagt werden. Die Atmosphäre ist der Hammer. Die Schiedsrichter kommen mir derzeit auch nicht korrupt vor. Allerdings kommen sie mir ein bisschen übernatürlich vor, denn bis jetzt lagen sie immer richtig, selbst mit ihren Entscheidungen für Fouls. Ich hatte bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass eine unparteiische, ungerechte Meinung gefallen ist. Was ich ein wenig schade finde, denn das macht ja auch einen Schiri etwas menschlicher und würde vielleicht auch nochmal extra zur Atmosphäre beitragen. Und wenn wir schon von Fehlentscheidungen reden, reden wir mal über die Emotionen, die gezeigt werden von den Spielern. Und zwar ist es tatsächlich möglich, dass wenn ein Tor geschossen wird, das aber allerdings im Abseits ausgeführt worden ist, freuen sich erst die Spieler und realisieren erst später, als sie die Flagge sehen, wie sie nach oben gerissen wird, dass doch kein Tor fällt und dann plötzlich in eine depressive Lage verfallen. Also so wie man das halt kennt. Zudem ist mir auch schon aufgefallen, dass manchmal die Linienrichter später reagieren als eigentlich gedacht, was auch noch der Atmosphäre zugute kommt. Ich schätze, da man mit FIFA 14 eigentlich so gut wie alles richtig gemacht hat, setzt man jetzt eher auf die kleineren Details und die Atmosphäre des Games, weil inzwischen wurde mindestens das Wort Atmosphäre 20 Mal gesagt und das ist halt das Auffälligste an FIFA 15, die Atmosphäre. 21 Mal. Auch sehr schön das Feature, das uns erlaubt, den Rasen im Laufe des Spiels kaputt zu machen. Allerdings unlogisch, dass der Rasen nach der Halbzeit nicht wieder gepflegt und repariert wird, denn der bleibt kaputt. Was? Normalerweise nicht der Fall sein wird, weil es gibt ja so extra Leute, die den Rasen in der Halbzeit wieder pflegen. Und extra Leute gibt es genug in FIFA 15. Man sieht Kamerateams, man sieht die Trainer auf den Banken, man sieht Ersatzspieler, die auch teilweise jeweilige Emotionen zeigen bei diversen Situationen. Oh, und natürlich sieht man auch die ganzen Mikrofone, die die Geräusche aufnehmen. Ein kleines, aber feines Detail. Ach, und wenn wir schon gerade von Kameramännern reden. Derp. Nach etwa 10 Minuten Spielzeit empfinde ich, dass das Game zu leicht wird für mich. Allerdings habe ich ja auch noch keinen Schwierigkeitsgrad ausgewählt oder sonst was, sondern dieses Analyseprogramm jagt immer noch alles Mögliche an Daten durch, um zu sagen, welche Schwierigkeit zu mir passt. Und ich muss sagen, dass am Ende, als ich endlich den Cup gewonnen habe, der Schwierigkeitsgrad mich wirklich angesprochen hat. Halbprofi. Finde ich gut für den Anfang. Und auch die Spiele, die ich danach hatte, wie zum Beispiel Borussia Dortmund gegen Schalke, ein ordentliches Derby, fühlte sich etwas herausfordernder an als erwartet. Nach dem Einführungsspiel werden wir aufgefordert, unsere Lieblingsmannschaft zu wählen, um so bestimmte News von dieser Mannschaft aufzugreifen, auf denen wir später dann immer wieder Zugriff haben und auch kommende oder
vergangene Spiele nachspielen können. Im Menü werden wir dann sofort wie ein großes Werbeplakat von verschiedenen Themen wie zum Beispiel Katalog oder Team der Woche überrumpelt. Und unten links sehen wir zum Beispiel auch dieses besonderen Ultimate-Team, bei dem man sich sein eigenes Team zusammenstellen kann aus seinen Lieblingsspielern und so versuchen muss, die komplette Mannschaftsstruktur harmonieren zu lassen. Und es wirkt eigentlich wie ein komplett neuer Manager-Modus. Zurück im Menü können wir unter der Kategorie Spielen nicht nur Freundschaftsspiele, Turniere und den gerade benannten FUT-Modus spielen, sondern haben auch eine Vielzahl an Minispielen oder die sogenannten Skill-Spiele. In den Skillspielen wird man auf die verschiedenste Art und Weise in FIFA geprüft, wie sie nur möglich ist. Unter anderem müssen wir Passspiele üben, Tore schießen und dabei auch noch zielen können, um Hindernisse dribbeln, so schnell wie möglich versuchen zu sprinten und dabei Hindernisse ausweichen und. Bei der Karriere können wir zwischen zwei verschiedenen Modis auswählen, einmal eine Trainerkarriere und eine Spielerkarriere. Bei der Trainerkarriere hauen wir unser Team nach oben und bei der Spielerkarriere sind wir ein Spieler, der versucht in der Karriereleiter immer weiter nach oben zu steigen. Der Multiplayer-Modus bietet uns auch sehr viele Möglichkeiten, mit anderen Mitspielern mitzuspielen. Unter anderem können wir eine Koop-Saison starten oder sogar bei den Pro-Clubs mitmischen, bei dem jeder Spieler einen Spieler auch wirklich steuert. Zudem kann man seinem Spiel einen individuellen Touch hinzufügen, indem man entweder ein eigenes Team erstellt oder sogar nur einen einzelnen Spieler, Taktikvorlagen bastelt oder halt sein Spiel entsprechend einstellt. Zudem kann man auch die EA Sports Tracks hören, die mir aber kein bisschen zusagen und echt verdammt langweilig wirken. Wenn wir uns nun entscheiden, eine einfache Partie zu starten, können wir zwischen unzähligen Stadien auswählen und unzählig verschiedenen Bällen. Zudem können wir die Tageszeit regeln, das Wetter einstellen und wie kaputt der Rasen schon am Anfang ist. Zudem natürlich nicht zu vergessen die Möglichkeit, das Muster des Rasens festzulegen. Auch wenn es nicht unheimlich viele Neuerungen gibt, die verbesserte Grafik, die kleinen Details, die hinzugefügt worden sind und natürlich dieser Schmankerl in der Atmosphäre, machen wirklich FIFA 15 zu einem soliden Nachfolger. Allerdings würde ich dafür nicht den Vollzeitpreis zahlen, sondern würde eher auf Angebote warten, vielleicht im Bereich 20 bis 30 Euro. Ich persönlich bin ja eh nie so ein Fan von jährlichen Titeln. Ich meinerseits werde nun weitere FIFA-Runden zocken und ich hoffe, ich konnte euch einen guten kleinen Einblick in FIFA 15 gewähren. Ich verabschiede mich nun und sage vielen Dank fürs Schauen. Man sieht sich in kommenden Videos.